herzlich willkommen hier bei meinem kleinen Unboxing der Naschbox. Es ist wieder Zeit. Wir können ungeniert uns Süßigkeiten in den Hals schütten. Hier haben wir sie. Die ist ganz schön schwer wieder. Vielleicht ist wieder was zu trinken drin. Ich weiß es nicht. Ich muss mir jetzt erstmal hier ein bisschen Platz schaffen und mir mein Kneipchen nehmen. So. Und dann machen wir sie auch schon auf. Einmal drehen. So. Hier unten ist der Kleberpapa. Zack. Ja, das war's schon. Ja, das war's schon. Sehr schön. Gut, dann stellen wir die hier neben dran. Und ich hoffe, ich komme jetzt nicht ans Mikro. Doch, ein bisschen. Egal. So. Okay. Das ist eine Spezialbox. Und zwar sieht so aus, als wäre es wieder so eine Rund-um-die-Welt-Box. Deswegen ist auch keine Postkarte drin. Schaut mal. Eine Spezialbox. Da sieht man den Eiffelturm und den Big Ben und die Freiheitsstatue und den, ist das der Akte Triumph? Ja, müsste, ja, so Sachen halt. Ne? Also einmal kreuz und quer durch die Welt und wie immer zu Beginn der Naschbox lese ich euch ein bisschen was vor. Das ist eine Special Box Allgemeines. Wir können nicht nur andere Länder, wir können auch wir können sogar ganze Kontinente und genau deshalb kommt nun unsere neue Vernasche, die Weltbox aus Europa und bringt euch die besten Snacks und Süßigkeiten dieses Kontinents zu euch nach Hause. Hier sind ein paar spannende Infos zu Europa. Obwohl Europa geografisch gesehen an Asien direkt anschließt, wird es als eigenständiger Kontinent betrachtet. Dies ist historisch und kulturell begründet. Der Kontinent hat mehr als 700 Millionen Einwohner, die auf einer Fläche von 10,5 Millionen Quadratkilometern leben. Dadurch zählt Europa zu den dichter besiedelten Gebieten der Welt. Bedeutende politische Institutionen sind zum Beispiel die Europäische Union, die EU, und der Europarat. Derzeit zählt Europa 47 Staaten, 27 davon sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die verbreitetsten Sprachen in der EU sind Englisch, Deutsch und Französisch. Die größten Länder Europas, nicht der EU, sind Istanbul, Moskau, London, innerhalb der EU Paris, Madrid und Berlin. Zu den berühmtesten Wahrzeichen zählen der Eiffelturm in Paris, die Sagrada Familia in Barcelona, sowie das Kolosseum in Rom und die Akropolis in Athen. So, jetzt noch ein paar Fun Facts. Die längste Bahnstrecke Europas führt vom südfranzösischen Nizza nach Moskau in Russland. Für die 3000 Kilometer benötigt man aber knapp 50 Stunden reine Reisezeit. In Deutschlands Hauptstadt Berlin gibt es mehr Dönerbuden als in ganz Istanbul. Ja, das, es gibt auch mehr Türken, glaube ich, in Berlin als in Istanbul. London in England ist Europas Sprachhauptstadt. Hier werden ca. 300 verschiedene Sprachen gesprochen. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Indisch in England auch eine der Hauptsprachen ist. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig in Italien. Mann heißt auf Finnisch Mies. Europa hat als einziger Kontinent keine Wüste und die EU-Verordnung über den Import von Karamellbonbons besteht aus 25.911 Wörtern. Ah ja. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob Karamellbonbons dabei sind. Wir beginnen mit dem Vernasche die Welt Unboxing. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn für einen Monat? Mai müsste das eigentlich sein. Wir gucken mal rein, was so alles drin ist. Und beginnen mit einem Lace Artikel. Und zwar nennt sich das Ganze Poppables. Poppables. Sieht aber aus, als käme es irgendwie aus Italien oder Spanien. Sabor, Queso, Gusto, Formaggio. Das klingt doch sehr nach Italien. Wir gucken mal gerade, wo es herkommt. Wo steht's? Ne, Hä? Avenida de los Olmos. Okay, da kommen die ganzen Olme her. Aus Spanien. Ach nee, Spanien, Portugal und Italien. Also was denn jetzt? Kann ich mir aussuchen. Egal. Schaut mal her. Das sind die Poppables von Lace. So, bevor wir sie aufmachen. Lace Poppable Cheese. Normale Kartoffelchips kennst du in und auswendig. Dann snack doch mal die Poppables Alter, Poppables Cheese von Lace. Diese locker luftigen Kartoffelchips mit feinem Käsearoma gehören sicher schnell zu deinen Chips-Favoriten. Definitiv nicht, weil Käse ist faule Milch. Bäh. Aber ich probiere es trotzdem für euch. So. Normalerweise mache ich bei Chips immer Geruchtest.
Okay, riecht nach alten Füßen. Nein, Spaß. Riecht gar nicht so unlecker. Das sind so kleine Taschen. So. Ja. Also, sorry, wenn ich das sagen muss. Ich meine, für mich ist es gut, weil nach Käse schmecken die zum Glück nicht so heftig. Da gibt es schlimmere. Die sind eigentlich sehr lecker. Und heute könnt ihr sie nicht sehen, weil mein Stuhl davor ist. Aber ich habe wieder einen Mitesser im Hundekörbchen sitzen. Da reiche ich gerade mal nach hinten durch. So. Lecker, lecker. Die sind echt gut. Und es ist wirklich wieder was zu trinken dabei. Ein Glück hatte ich die Box einen halben Tag im Kühlschrank. So. Machen wir damit auch gleich mal weiter. Und zwar haben wir hier eine Fanta Mango und Drachenfrucht. Fanta Orange und Fanta Lemon, das dürften die wohl bekanntesten Geschmackssorten des beliebten Erfrischungsgetränkes sein. In anderen Ländern jedoch gibt es noch ausgefallenere Sorten, wie zum Beispiel die Sorte Mango und Drachenfrucht. Und weil wir euch ja immer spezielle Sachen in die Snackbox machen wollen, okay, ist diese nun hier dabei. So, die Dose sieht fett aus, also nicht fett, sondern geil. Saveur Mangue, Fruit du Dragon. Also ich denke mal, das kommt aus Frankreich. Ja, Bretagne, ja. Isilet Moulinau. Okay, gar nicht lang quatschen. So sieht die Dose aus. Ich finde die ziemlich cool. Eine ziemlich hübsche Dose. Was steht da noch? Arom naturel. Also mit natürlichen Aromastoffen. So, wir machen sie auf. Und testen das Ganze mal. Prost. Oh ja, ich glaube, das ist genau was für meinen Mitesser hier hinten. Ich bin nicht so der Mango-Fritze. Ich reiche das mal weiter. Aber sehr lecker. Also nicht irgendwie so mega chemisch künstlich, sondern schmeckt echt gut. Echt gut. Oh, was sehe ich denn hier? Oh, sehr geil. Ist das auch? Ja, es ist. Als Kinder hatten wir Läden, meistens waren es Bäcker, die hatten so große Gläser da stehen und da waren Süßigkeiten drin. Und da konnte man sich, jetzt aufpassen, mit der eigenen Hand Sachen rausnehmen, die waren lose, und in ein Tütchen packen. Und dann hat man 20 Pfennig bezahlt und hat eine ganze Tüte voll Süßkram gehabt. Ja, nee, das war nicht kurz nach dem Krieg, das war schon ein bisschen länger her. Also ein bisschen weiter. So in den 80ern, sag ich mal. Anfang der 80er. Gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Nur noch alles abgepackt. Und da gab es eine Süßigkeit. Das war Schmuck. Und dann, wenn man es wirklich angezogen hat, sah man hinterher aus wie die Sau. Und das haben wir hier jetzt auch. Und zwar ist es jetzt von Chupa Chups. Früher war das, keine Ahnung, was das für eine Firma war. Das hat auch keinen interessiert früher. Und zwar gibt es hier von Chupa Chups das Sweet Necklace. Also eine süße Halskette. Wir lesen. Chupa Chups, Sweet Necklace und Sweet Watch. Okay, es hätte auch eine Watch dabei sein können. Cool. Einmal zurück in die 90er. Naja, bei mir war es eher 80er. Mit dieser zuckersüßen Armbanduhr und Halskette von Chupa Chups katapultiert ihr euch in Lichtgeschwindigkeit zurück in jene Zeit, als euer Schmuck essbar und kunterbunt war. Essbare Erinnerung. Also, die schreiben hier, ach, guck mal einer an. Ich hab sie. Ja, die Uhr. Auf der Uhr ist es immer 8 Uhr. Das war früher schon so. Sehr geil. So, ich pack die mal aus. Ich lass eins zu. Lass die Kette zu, weil das Prinzip ist das gleiche, nur wenn du sie einmal ausgepackt hast, kann es durchaus eklig werden. Das sind so Zuckerperlen, so ganz feste Zuckerperlen. Ne, 7:30 Uhr ist es hier. Und auf der anderen Seite 8 Uhr. Okay. So, ich ziehe die mal an, weil damit ich immer weiß, wie viel Uhr es ist. Schaut mal. Ist die nicht cool? Das ist doch mal eine schicke Uhr, oder? Das ist mal eine schicke digitale Uhr. So. Und dann hat man hier, wie gesagt, das ist so ein Gummiband mit so Zuckerperlen dran. Und dann kann man
Ich habe das Gummiband durchgebissen. Die sind auch so leicht säuerlich. Lecker. Ja, das war ein Teil meiner Kindheit. Und habe ich sehr geliebt. Auch diese UFOs, das war so Esspapier mit Brausepulver in der Mitte. Das waren auch so wie die Chips vorhin. So Taschen. Lecker. Geil. Ich weiß, woher mein Ranzen kommt. Ja. So, wir machen weiter. Ich gebe das jetzt mal nicht nach hinten. Das kann meine Frau dann später probieren. Die kennt das ja wahrscheinlich auch noch. Aus ihrer Jugend, weil die ist ja älter. Viel älter. Viel, viel älter. So. Wir nehmen das nächste. Das war mein Handy. Und zwar haben wir hier einen Artikel von M&M's. Und zwar, ich glaube, den hatten wir aber schon mal. Ich glaube, der war schon mal drin. Ich lese erst mal vor und dann zeige ich ihn euch. M&M's Biscuit. Der M&M's Biscuit ist die perfekte Mischung zwischen Keks und den kleinen bunten Schokokugeln. In den frühen 2000ern auch in Deutschland sehr beliebt, ist er heute nicht mehr in den Regalen zu finden. Aber dafür gibt es ja uns. Genießt also die Keks M&M's mit dem extra an Schokocreme. Ernsthaft? Die gab's mal und gibt's jetzt nicht mehr? Wusste ich gar nicht. Und das sind zwei Stück. Die sind hier mit so einem Klebeding festgemacht. Wir machen mal gucken, ob das so einfach geht. Müsste ja normalerweise eine Perforierstelle, ja. Gut. Und dann machen wir mal einen auf. Damit ich nicht hier alles so voll krümel, schaut mal. So sieht er aus. Ist halt hier so ein flacher Keks. Da ist so eine Schokocreme und da drauf sind M&M's. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Aber ich wusste echt nicht, dass es die bei uns mal gab. Ich habe die nie gesehen. Und geil, ich finde die nämlich echt gut. Lecker, lecker. Lecker, lecker. So. Womit machen wir weiter? Wir machen hiermit weiter. Eine Riesenpackung. Mit einem Superhelden drauf. Oh Gott, das kann ich gar nicht lesen. Hierbei handelt es sich um Dulce Sol Bolito Releno de Cacao. Wisst ihr Bescheid, oder? Ein fluffig, lockeres Brötchengebäck, gefüllt mit einer feinen Schokocreme, ist genau dein Ding. Ja, dann bitteschön. Die Bolito Releno de Cacao im Superman-Design dürften damit deinen Geschmack zu 101% treffen. Schaut mal. Witzig. Oh, da, der Superman. Superman. Warum da jetzt der Superman drauf ist, habe ich keine Ahnung. Und da sind... Oh, da sind gratis, könnt ihr das, also, mach mal scharf da unten. Da ist ein gratis Tattoo dabei. Sehr geil. Ich habe gar keinen Platz mehr für das. Ja, schauen wir mal. Wir machen mal auf und holen mal einer dieser Küchlein raus. Da ist das Tattoo. Ich muss erst das nach dem Tattoo gucken, sorry. Wonder Woman! Das ist so ein... Das ist, glaube ich, so ein... Warte mal, ich mach das gerade mal. Es war früher auch immer in den Bubblegum-Dingern drin. Ich muss das jetzt... Normalerweise macht man das unter Wasser. Jetzt habe ich aber dummerweise keinen Wasserhahn hier. Deswegen muss ich jetzt... Ein bisschen eklig, ich weiß. Spucke machen. Mal gucken, ob ich jetzt gleich auf die Schnelle ein neues Tattoo habe. Wir völlig für Umme. Mit Wonder Woman. So, aber ich glaube, also bitte verzeiht mir, wenn das jetzt nicht richtig funktioniert, weil kein Wasser und so. Naja, doch. Ah, ich habe magische Spucke. So, und ein neues Tattoo. Jetzt schaut doch mal, wie schön. Kann man es erkennen? Wonder Woman! So, cool.
Jetzt bin ich endlich auch tätowiert. Gut, aber jetzt testen wir erstmal den Dulce Sol Lecker Supermann. Och, wer geht mir denn jetzt schon wieder so auf den Keks? Oh ja, oh ja, ja, oh ja. Die muss ich leider für mich behalten, glaube ich. Das ist nämlich genau meins. So, da sind drei Einschusslöcher im Boden. So sieht er aus. Das ist halt so ein richtig schönes Törtchen. Hm. Oh ja. Ich teile. Zumindest mal das eine. Super fettig, super Kalorienbombe, aber lecker. Lecker, lecker. So, haben wir auch. Dann haben wir eine Tafel Schokolade, so wie sie aussieht. Und zwar von Nestle. Und nicht irgendwas von Nestle, sondern, schaut mal, kennt ihr den Hasen? Kennt ihr den Hasen? Der Nesquik-Hase. Wir haben eine Tafel Schokolade von Nesquik. So, dann gucken wir mal, was es genau ist. Schokolade mit einer cremigen Füllung ist einfach immer eine gute Wahl. Die Nesquik-Schokolade hat aber nicht einfach nur eine normale Milchcreme-Füllung, sondern eine Cookies-and-Cream-Füllung. Mit leckeren Kekstückchen in der Creme ist diese Schokolade einfach ein purer Genuss. Na, dann wollen wir mal testen, ob das ein purer Genuss ist. Das ist, glaube ich, wieder genau was für meine Frau. Wenn ich sie aufkriege. Da steht irgendwas von... Achso, wo kommt denn die eigentlich her? Jetzt bei den... Das sieht mir doch schwer nach. Entweder Griechenland oder Russland. Aber Russland ist ja eigentlich nicht mehr... Ja, es ist halt, die Griechen haben ja kein Kyrillisch, die haben ja eigene Schriftzeichen, das heißt ja nicht Kyrillisch, glaube ich, oder? Weil ich kann es, das Einzige, was ich hier erkennen kann, ist die 95. Gut, ihr im Moment auch, weil es nicht scharf stellt. Es ist auf jeden Fall Kyrillisch da hinten drauf oder halt irgendwas anderes. Ich denke mal, es wird Griechenland sein, weil Russland ja nicht der... EU, ne, und so. Ich krieg die Tafel Schokolade nicht auf, ich werde weich. Ich muss mal mein Kneipchen nehmen. Ich habe nämlich auch keinen Bock, die so zu zerdrücken. Deswegen machen wir das jetzt einfach anders. Wir machen die so auf. So. Und dann breche ich mir mal ein Stück ab. Also, das sind jetzt so, ihr habt es ja vorne auf der Packung gesehen, das sind so keine normalen Riegel, sondern so ein bisschen höhere, dass die Milchcreme halt auch reinpasst. Mhm. Hm. Die ist gar nicht so unlecker. Vom Geschmack der Schokolade erinnert die mich so ein bisschen an die super billigen, aber immer noch die geilsten Adventskalender von Riegelein. Kennt ihr die? Geilste Schokolade ever. Also, sag mal, nichts Besonderes, aber ich finde sie persönlich besser als Milka und Co. Aber gut, anderes Thema. So, das war die Schokolade von Nesquik. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil es ist sau viel Zeug hier drin. Dann haben wir zwei Müsli-Riegel. Also was heißt Müsli? Cerealien-Riegel. Und zwar von Kellogg's. Einmal Kellogg's Frosties und einmal Kellogg's Schokopops. Du willst dein Lieblingsessen für unterwegs? Kein Problem, denn die Riegel vereinen die knusprigen Kellogg's Frosties und die Kellogg's Schokopops mit zart schmelzender Milchcreme und garantieren dir deinen Knabberspaß auch für unterwegs. So, das ist einmal der Frosties-Riegel. Frosties war so das Einzige, was ich an diesen Kellogg's-Dingern gern gegessen habe. Der Rest war mir dann doch ein bisschen zu... Hab ich Schokopops. So. Muss ich jetzt beide aufmachen? Ja, ich mach, komm. Egal. Ich habe durch diesen Kuchen, der war so fettig,
jetzt so pappische Hände. Ich krieg den Riegel gar nicht auf. So, jetzt. Also, typisch Frosties sind ja Kellogg's mit Zuckerglasur. Oder Honig, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Und unten, wie gesagt, diese Milchcreme als Boden. Mhm. Frosties. Absolut cool. Wobei ich sagen muss, für unterwegs würde ich mir so einen süßen Kram nicht einpacken, weil dann bräuchte ich auch 2 Flaschen Wasser. Aber schmeckt original wie die Frosties. Und dann nehme ich mal an, ihr seht es auf dem Bild. Ich lasse den jetzt erstmal zu, sonst haben wir lauter angebrochene Sachen da jetzt. Es sind die Schokopops. Auch wieder mit dieser Milchcreme unten drunter. Ich lasse den jetzt mal zu, damit wir hier nicht so viel von dem offenen Krempel, das ist nicht mal so prickelnd. So, dann haben wir von Maltesers, hatten wir ja auch schon öfters mal, ob wir die jetzt genau schon mal hatten, weiß ich nicht, Biscuits. Und zwar ja, Schoko überzogene Biscuitstäbchen, nehme ich mal an, sind das. Mag ich eigentlich auch sehr gern. Wir gucken mal. Malteser Biscuits. Die Malzschokolade von Maltesers ist schon lange der Renner unter den Schokofans. Seit neuestem gibt es in England nun die Malteser Biscuits, kleine Schoko- und Biscuit-Tafeln, die ganz schnell vernascht sind und wovon man sich wahrscheinlich auch gleich mehrere gönnt, verständlicherweise. Also Malzschokolade ist jetzt nicht so meins. Ich bin eh nicht so der Schokoladenfreak, aber ich glaube, das sage ich in jeder Folge. Kann man mal essen, aber ich bin jetzt nicht der, der hier tafelweise die Schokolade in sich rein mümmelt. So, ich zeige euch mal hier, hier ist einer leider etwas lediert. Gehört normalerweise noch so ein dritter Knubbel dran. Und so sieht es dann halt eben innen aus. Ich beiß mal einen Knubbel ab und gebe den zweiten Knubbel mal nach hinten. Ja, nicht so meins. Von dem Biscuit habe ich mir ein bisschen mehr Biscuit erhofft. Also so wie wirklich vom Geschmack her ist es der Biscuit. Aber von der Konsistenz her nicht. Kennt ihr diese Löffel-Biscuit? Die liebe ich. Schokolade, wie gesagt, Malzschokolade. Ja, kann man mal machen. Aber bin ich nicht jetzt so der Riesenfan. Deswegen lecker für andere. Gut. So, letzter Artikel. Dann sind wir auch schon durch. Ich bin auch schon wieder bei fast 25 Minuten. Gut. Wo haben wir es? Hier unten. Ein recht, na, was soll ich sagen, neu ist er nicht, aber in meiner Kindheit gab es das eben noch nicht, weil es ist importiert aus, ich glaube, der USA. Das kommt wirklich eigentlich aus der USA, aber wahrscheinlich mittlerweile ja, made in USA. Aber da es ein Nestle-Artikel ist, gibt es ihn auf der ganzen Welt. Der ist jetzt, der ist auch hergestellt in der USA. Haben wir in Europa die USA jetzt eingebürgert? Weil es ist ja die Europa-Box. Und hier ist ein Artikel aus den USA. Der ist nicht nur made in der USA, sondern der ist auch produziert in der USA. US und A. Seltsam. Aber gut. Es sind Nerds. Es sind Nerds und die Rainbow-Nerds. Kennt ihr... Kennt ihr diese Werbung mit dem, mit der Giraffe, wo er dann das, was hinten aus der Giraffe rauskommt, isst als Nerds? Egal, will ich gar nicht näher drauf eingehen. Ich lese vor. Die kleinen Mini-Dragés sind bei vielen Naschkatzen schon lange sehr beliebt. Bei den Rainbow Nerds, hier haben sie sich bunt zusammengemischt und sind damit der Hingucker in jeder Snackschale. So, jeder kennt Nerds, denke ich mal. Und normalerweise hat Nerds auch so eine, ja, hier, so eine Lasche zum Aufmachen. Aber wie funktioniert das jetzt hier? Lift Tab to open. Okay, ich lifte mal den Tab. Wie kann man den Lift hier tappen, den Tab hier liften? So. Ah! Okay, alles klar, hab's gerafft. Wie soll ich denn das jetzt zeigen? Versuch's mal so. Schaut mal. Da sind sie drin. Die bunten Rainbow Nerds.
Nerds, und jetzt fallen sie mir hier schon raus. Gut, dann kann ich die hier gerade nehmen. Jeder kennt Nerds. Nur so kleine, ja, süße Zucker-Trajets. Zucker, was weiß ich. Nehmen wir mal so ein paar. Und, so. Muss ich die nach hinten geben? Ja. Gut. Ja. Das war, boah, da sind saure dabei. Das war jetzt etwas überraschend für mich. Na gut, okay. Boah. Ich mag's aber, ich bin so anfällig dafür. Oh. Okay, geht wieder. Ja, das war die Europa Vernasche die Welt Box. Also die Vernasche die Welt Europa Box. So rum. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr habt wieder ein paar Süßigkeiten gesehen, die ihr vielleicht vorher noch nicht kanntet. Wenn euch jetzt die Suppe im Mund zusammenläuft und ihr sagt, oh, geile Sachen, will ich auch, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch einen Link reingepackt. Damit kommt ihr auf die Seite von der Vernasche die Weltbox und da könnt ihr euch austoben und vielleicht euch auch eine Box bestellen. Ja, und ansonsten würde ich mich natürlich wieder über ein Like oder ein Dislike oder egal, irgendwelche Interaktionen unter meinem Video freuen. Ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr von der Box gehalten habt, was ihr von meinem Kanal haltet. Was auch immer. Tobt euch aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch hiermit noch einen angenehmen Abend. Macht's gut und ich sag tschö mit Ö.